Gut, da wären wir dann auch schon wieder mit dem Sand Canyon. Wir haben die andere Seite, Seite eines großen Berges erreicht und sind jetzt ganz nah am Tempel von Thutmose. Du musst den Tempel betreten, aber sei vorsichtig. Mein Supergehör hat Schreie in der Ferne aufgefangen. Das klingt ja schon mal ziemlich mysteriös. Hinweise haben wir keine. Die Gegner sind die gleichen wie auch schon vorher. Und so groß was Neues haben wir auch nicht bisher auf diese Kaliber 12 Pump Action Schrotflinte. Mit einem 46 cm Lauf. Viel zu lang. Aber naja, schauen wir mal. Fortsetzen. Da kann man her. Da geht's weiter. Hier gibt's gleich mal Muni. Also die Landschaft ist echt wirklich 1A. Die nutzen auch die Serious Engine 3. Die sollten wir uns vielleicht auch nochmal ganz kurz anschauen. Das sind nämlich die Viecher, die am meisten vorkommen. Ein enthaupteter Kamikaze, der hat zwei Bomben in den Händen und die werden entsprechend aktiviert, gezündet. oh, Schande. Wow. Ja, die machen schön Ketchup auf dem Boden. Oh mein Gott, hoffentlich sagt mir da, gibt YouTube mir da. Was ist das? Das sind diese Vögel. Oh Mann. Such nur gerade dies. Ah. Das sind diese Bomben an Ketten. So einfach geht das. Auf jeden Fall diese Vögel habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ah. Das ist hier aufgetaucht. Mal schauen, vielleicht finden wir jetzt unsere Geheimnisse, was ich aber nicht glaube. Naja, gehen wir mal weiter. Nehmen wieder hier unsere 46 cm Pumpgun. Wir haben wieder was bekommen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Einen Hinweis. Wir haben gerade den Tempel des Thutmose betreten. Hier sollte das erste Element sein. Da stimmt was nicht. Es ist zu still. Sei auf der Hut vor unangenehmen Überraschungen. Ja, das wäre angemessen. Da gehen wir später runter. Wir schauen uns erstmal, was hier so ist. Oh, hier ist Nebel. Das ist nicht gerade gut. Oder auch. Ei, ei. Boah. schön. Ja. Come over here, you stupid headless freaks. Ich komme jetzt hier rein, wahrscheinlich gar. Okay, oder so. Ah, links. Oh. Oi. Oh nein. Nein, 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 da, 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 da. Oder? Das klingt doch, glaube ich, die Melodie vom. Na, sag schnell. Indiana Jones. Indy. Das hört sich nicht gut an da drüben. Oh, was sind denn das für Viecher? Oh. Es sei angemerkt, dass ich schon ewig kein Serious Sam gespielt habe, deswegen kommt mir diese ganzen Level hier nur noch so halb bekannt vor. Aber was da genau los ist, weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal schauen, was das für Viecher da gerade eben waren. Das waren ja ekelhafte Dinger.
Marschhüpfer von Rigel Centaurus. Merkwürdiger Organismus, der den feuchten Einöden im System Rigel Centaurus entstammt. Lebt in großen Gruppen und hat einen selbstmörderischen Territorialinstinkt. Ich kann nicht lesen. Sämtliche Einzeltiere stürzen sich in alles verheerendem Hass auf die Eindringlinge und Bähnen. Komm, lass mal, da machst du dich ja nur noch lächerlich bei sowas. Da müssen wir, glaube ich, weiter. Boah! Autsch! Das hat wehgetan. Oh, 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 oh. Was war das? Ist da nochmal jemand? Oi, oi, leck mich. Hab ich mich jetzt erschreckt? Oh, Mann. Sagt am besten nix. No comment, würde ich da mal sagen. Haben wir schon alles voll, ja? Nachladen geht auch nicht. Dann schauen wir mal weiter. Ah, diese Viecher. Ich hasse sie. Ach, so schön sauber. Jetzt machen die aber alles wieder dreckig. Ja, das ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Die machen alles... Oh! Alles dreckig. Da ist ein Kopf. Warte mal in den Kopf. Kopf. Oh, der sieht aber süß aus. Naja. Energie. Analysiere. Wir haben wieder ein... Wir haben wieder was. Oh, da waren wir hier. Und zwar... Es ist schön, wieder an der Sonne zu sein. Geh weiter bis zum Ende der Schlucht und betrete das kleine Grab. Jetzt sind wir praktisch schon so im Hof sind wir jetzt. Ah, das ist Pistol Sniping. Revolver Sniping. So macht man das. Kommen wir darauf? Nein, vielleicht hätte das sein können, dass da ein Geheimnis war. Also dieses Geschrei gefällt mir überhaupt nicht. Oh, was ist denn das? Bah. Also je näher du an so ein Viech hinkommst, desto mehr Schaden machst du mit der Waffe, ist ja ganz klar. Aber zu dir wissen, was das für ein Viech war. Das war ein syrianischer Wehrbulle. Kreuzung mit Mischung der Gene von Syrianer und einer Viehsorte. Verhält sich ähnlich wie normale Bullen, attackiert mit den Hörnern durch Sturmangriffe oder Ausschlagen. Ja, interessante Mischung, würde ich mal behaupten. Tablette. Ach, von hinten. Ups. Hab jetzt gar nicht gesehen, dass da von hinten ein Steinchen kommt. Ein kleiner Kiesel. Oh, 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 oh. Oh, das ist ja... Das hört sich nicht gut an. Ha!
Was ist denn das für ein Ding? Ein Biomechanoid. In der kleinen Ausfassung gibt es da noch Ach stimmt, da gab es noch Riesendinger. Biologischer Mechanismus gezüchtet in Mentales Biotanks. Sein Genom ist darauf programmiert, mechanische Teile und Seitenschlitze biologisch zu produzieren. An diesen können Impulslaser angebracht und direkt ans Nervensystem angeschlossen werden. Darauf abgerichtet, ohne Nachdenken zu attackieren. Ja, das hat man gerade auch gemerkt. Vögel sind immer noch nicht da, das ist gut. Das Artefakt. Oder Element, je nachdem. Und da wäre es wieder das Debriefing. Wir haben ganze 0 von 6 Geheimnissen gefunden. Also das ist ja... Die Geheimnisse scheinen recht gut versteckt zu sein. Ich kann mich noch einmal erinnern, dass man da durch so einen dunklen Gang gehen muss und dann ist man auf einmal in einem anderen Raum. Also das weiß ich noch, dass da ein Geheimnis dann gewesen war. Aber wo das ist, keine Ahnung. Und von dem her leite ich einfach mal ab, dass das ziemlich schwer sein wird. Die haben aber auch einige vergessen. Naja, soll mir recht sein. Wir machen einfach mal weiter mit dem Grab Ramses III. Aber das dann im nächsten Part. Bis gleich.